Kennt ihr das? Ihr würdet gerne eine Anlage bauen mit richtig viel Betrieb drauf, habt aber nicht den nötigen Platz dafür. In diesem Video erfahrt ihr, wie ich das für mich gelöst habe. Meine Anlage befindet sich in einem ehemaligen Partykeller. Der zur Verfügung stehende Raum ist dementsprechend etwas eingegrenzt. Von der ersten Idee bis zum Betrieb gehen wir mal in 3 Schritten vor. Planungsspiele. Was geht und was geht nicht? Der Aufbau und die Machbarkeit und die technischen Hilfsmittel. Und zum Schluss noch einige Szenen aus den Betriebsabläufen. Beginnen wir also mit der Idee. Aus einer Skizze auf einem Holzbrettchen entstand am Ende eine Anlage in L-Form in der Länge von 3,95 m x 2 Meter. In den Planspielen war von Anfang an klar, ich möchte mehr Zugbetrieb machen, weniger Rangierbetrieb. Nachdem das Konzept stand, wurde der Grundrahmen gebaut, auf dem die Anlage später ruhen soll. Wie man hier sehen kann, steht die Anlage auf Pfosten, mit Rollen, ist also beweglich. Hier ein paar kleine Impressionen aus den Bauphasen. Und meiner Interpretation einer offenen Rahmenbauweise, wie man sehen kann, stützt sich die Anlage hier hauptsächlich auf gehobelten Dachlatten. Auch war von Anfang an klar, dass diese Anlage auf jeden Fall durch ein Computersystem unterstützt betrieben werden sollte. Geschaltet und gemeldet wird über das Rautenhaus Electrics-System. Zur Steuerung kommt der Train Controller zum Einsatz. Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse entschloss ich mich, einen Einbahnstraßenbetrieb aufzubauen. Aus dem Schattenbahnhof heraus starten wir die Fahrt in die Gleiswendel hinauf. Diese anderthalbfache Gleiswendel mündet direkt in der Paradestrecke. Auf dieses Weichenpaar gehe ich später nochmal ein. Wir erreichen den Mittelpunkt Bahnhof Kleis auf der obersten Ebene. Im Anschluss verlässt der Zug den Bahnhof wieder und verschwindet unter der Stadt, um dann auf der linken Seite der Anlage wieder auf der Paradestrecke aufzutauchen. Durch diese geschickte Anordnung können sich Züge auf der Paradestrecke begegnen, während im Bahnhof noch andere Betriebsabläufe stattfinden. Weiteren abwechslungsreichen Betrieb bringen zum Beispiel diese versteckten Schattenbahnhöfe unterhalb der Stadt mit kleinen Pendelfahrten in den Bahnhof hinein. Zusätzlich können auch lokbespannte Triebzüge den Bahnhof wieder in die linke Richtung verlassen, zurück auf die Paradestrecke fahren und dann über das eben angesprochene Weichenpaar ihre Zugrichtung ändern. Hier jetzt einmal der gesamte betriebliche Ablauf vom Computer gesteuert. Allerdings wurde hier und da mal geschnitten, weil dann doch ein paar Sekunden Wartezeit drin sind und damit wollte ich das Video jetzt nicht unnötig länger laufen lassen. Viel Spaß!